Was geht ab? Keanu 117 hier bei Auf ein Jib. Check it up. Meine erste Erinnerung an Cannabis, ja, ist das erste Mal rauchen. Ist das erste Mal mit meinen Jungs halt in der Schulzeit, ja, damals noch auf sehr undercover versteckt im Busch irgendwo, dickster Spielplatz, so. Ja. Tatsächlich das erste Mal, wo ich geraucht habe, habe ich nicht so krass irgendwas gespürt. Da habe ich eher so, es war schon mehr so diese Euphorie, oh, ich habe was geraucht, Drogen, oh. So. Aber so beim zweiten, dritten Mal, dann kam das so, kam dieses richtige Haze, dann habe ich das dann auch abbekommen. Ja, und dann ging es los. So. Step by step, immer langsam ein bisschen mehr. Ja. Unsere übliche Routine damals war beim Kollegen hier, das ist auch hier, Paul. Und damals war auf jeden Fall Oldschool-Hip-Hop immer noch unser Film. So. Fast alle von unseren Jungs haben das gehört. Big L, Master Ace, ja, also so solche Sachen. So halt, ne? Ja, Mobb Deep halt, diese Classics. Was habe ich mitgebracht? Gorilla Skittles. Eine kleine Knolle von Cali. Ich rauche auf jeden Fall am liebsten mit Aktivkohlefilter, Inside Out gedreht, wichtig. Und wenig Tabak, viel Gras. Ja. Das ist auf jeden Fall wichtig. Also erstmal, ich war auf jeden Fall dicht, sehr dicht. Und ja, ich habe tatsächlich mich nie so mit Van Gogh auseinandergesetzt. Ich habe es einfach geschrieben, tatsächlich, weil ich dachte, der wär Dichter. Ja. So eine Freundin hat mir dann gesagt, der ist kein Dichter, der ist Dings. Und dann dachte ich mir einfach, scheiße. Ich habe es gedacht, so, das ist, also spiegelt mich das auch so wieder, so, weißt du, so, ja, mäßig. Das erste Mal in Holland, wann war ich das erste Mal in Holland? Mit, ja, ziemlich spät, tatsächlich so mit 17. 17-mäßig um den Dreh. Aber ab dann ging es los. Ab dann ging es los. Auf jeden Fall. Dann hatte ich hatte Zeiten, da war ich safe 15 Tage im Monat in Holland. So, da hatte ich einen Kollegen, ich bin andauernd mit dem rübergefahren. Das war schon auf jeden Fall. Oh ja, ich bin halt oft nach Nijmegen so gefahren, weil das nicht so weit ist, dass man ist halt direkt da. Und da halt so Kronkel, diese Umgebung. Oh, da diese Ecken. Und Lucky Luke, diese ganzen Sachen. Da gibt es schöne Blueberry und Strawberry. Boah. Letztens war ich mit ein paar Kollegen in Rotterdam. Da gibt es so eine riesige Halle, so einen Markt. Da gibt es nur Essen, dieses Streetfood-Markt. Das ist so geil. Oh mein Gott, ich kam gar nicht drauf klar. Das war wie eine Traumwelt in dem Moment. Ich war noch so, ich bin da mit Joint reingegangen. Ich sehe überall richtig geiles Essen. Ich denke, wow. Ja, und dann, wenn wir Holland fahren, meistens auch nur so kurz. Wir fahren dahin, chillen da ein bisschen und dann fahren wir entweder am nächsten Tag oder sogar noch am selben Tag wieder zurück. So, ja, eigentlich halt zum da konsumieren so. Aber wenn man halt ein bisschen mehr noch übrig hat, dann nimmt man halt auch mal was mit, ne, gern. An der Grenze tatsächlich wurde ich noch nie erwischt. An der Grenze wurde ich tatsächlich noch nie erwischt. Es gab so ein, zwei Momente, wo ich mir dachte, okay, jetzt wird es gerade kritisch, aber so mit Grenze hatte ich eigentlich nie Probleme. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Immer direkt, immer parat haben, auf jeden Fall direkt in Handnähe. Ready zum Rausschmeißen, safe. Ja, auf jeden Fall. Einige. Also ich habe jetzt, also das Ding ist, ich muss halt dazu sagen, ich bin auf Bewährung und ich hatte ein Gericht wegen 0,2 Gramm. Da habe ich ein halbes Jahr Drogentherapie bekommen. 2 Wochen Remscheid und ja, 2 Jahre Bewährungsverlängerung. Und jetzt am Montag habe ich wieder Gericht wegen 0,3 Gramm. Also, ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, deswegen, also Ort ist auf jeden Fall bei mir, ist auf jeden Fall kritisch. So. Mit diesem 0,3, ich wurde am Hauptbahnhof kontrolliert. Ich frage den Polizisten, wieso der mich jetzt kontrolliert. Sagt er, ja, das hier ist eine rote Zone, ich darf hier jeden kontrollieren. Ich sag, ja, und dann ich wusste nicht mal, dass ich hier so eine Baggy, keine Ahnung, was da drin war. So kleine Krümel. Ich wusste nicht mal, dass ich die dabei habe. Ich sage noch, ja, kontrollieren Sie mich, dies, das. Auf einmal holt er die da raus, der nimmt mich einfach mit aufs Revier, zieht er mich komplett aus. So, nur weil der dachte, irgendwie, ich habe noch mehr, aber
im Endeffekt, ja, ja, das, die bei uns sind auf jeden Fall anders auf. Also es ist auf jeden Fall nicht wie hier in Berlin. Hier in Berlin ist auf jeden Fall, hier juckt es ja, habe ich das Gefühl, gar keinen so. Du kannst mit dem Joint überall rumlaufen. Ich hatte sogar eine Zeit lang, wo ich einfach nicht mit Jogginganzug rausgegangen bin, weil ich einfach Paranoias hatte, dass ich gefickt werde. Also, aber Eier, also Eier ist auf jeden Fall immer, ich glaube, ich muss das auf jeden Fall immer an den Eiern. So, sonst, ja. Mit mehr Ort gehe ich auch ungern mittlerweile raus. Letztens wurde ich wieder fast, das war wieder sehr knapp, deswegen ungern. Sehr ungern. Nee, Augentropfen habe ich nie. Habe ich damals benutzt, um es vor meiner Mutter zu verstecken. Aber mittlerweile nicht mehr, nee. Ich rauche auch sehr gerne Hasch. Ich bin ja mit dem Lugardi connected. Der ist ja ein Haschliebhaber. Da schmeckt man schon mal ein paar leckere Haschsorten auf jeden Fall auch. Also der hat auch immer sehr gutes Hasch da. Ja, ja, wir sind oft im Studio. Wir chillen auch oft. Einfach so. Einfach, man muss ja nicht immer Musik machen. Einfach auch chillen. Ja, wir sind auf jeden Fall Homies. Na, ja, der ist eh. Eskalation. Was ich da schon für Joints gesehen habe, sowas, das gibt's nicht. ich glaube, der ist echt auf jeden Fall eine Hausnummer. Ich dachte, ich bin schon gut dabei, aber Lugardi, du weißt auf jeden Fall Bescheid. Du weißt auf jeden Fall Bescheid. Nee, Bong tatsächlich nie. Ich war irgendwie nie der Fan von Bong. So, ich habe immer gerne meine Joints geraucht. So. Ja, also ich habe schon mal ausprobiert, aber da war ich auch tatsächlich jünger. So. War 16, so habe ich das ein paar Mal ausprobiert, aber seitdem gar nicht mehr. Ja, das auf jeden Fall ab und zu. Also Edibles sind auf jeden Fall nice. In Holland packe ich mir auch oft immer welche mit, so für zu Hause. Ist auf jeden Fall immer zwischendurch ganz nice. ich glaube in jedem. Ja, das ist auf jeden Fall, also ich kann auch nicht ins Studio gehen ohne Joints. Also, das macht für mich wenig Sinn. ich kann einfach nicht so Texte schreiben, ohne zu rauchen. Das ist bei mir einfach so Angewohnheitssache. Das hat sich mit der Zeit so etabliert und ja, mittlerweile ist es einfach so zur Gewohnheit geworden. Deswegen, ja, eigentlich in jedem. Ja, ich hatte so. Vor kurzem habe ich mir wieder gedacht, so ich könnte, also ab und zu kommen mal diese Phasen, wo ich mir so denke, ich könnte mal ein bisschen weniger rauchen oder einfach vielleicht mal ein paar Wochen gar nicht rauchen. Aber bis jetzt habe ich es leider noch nicht hingekriegt. Ja, aber kommt vielleicht noch. Ja, auf jeden Fall. So, als alter Sack brauche ich auf jeden Fall in meinem Schaukelstuhl meinen Joints. Mit schönem Ausblick. Safe. Puh, meine eigene Sorte. Boah, die sieht auf jeden Fall sexy aus. Die müsste auf jeden Fall viele Pollen, kompakt. Ja, schon Kelly-mäßig ein bisschen. Aber schön, so Farben, bunte Farben. So bunt, einfach so lila halt. Ja, nee, ich Haze, boah, hatte ich Abstand von. Haze, ich weiß nicht, das ist, ich habe zu viel Haze geraucht damals und das ist einfach. Mental mach ich das nicht mit. Ja, es ist irgendwie so, ich weiß nicht, einfach die Einstellung, wenn ich zu viel Haze rauche, ist irgendwie so, vielleicht morgen. Und auch so Haze-Schaden einfach. Ich krieg einfach so, ja, ich weiß nicht. Das Ding ist, das kriegt man halt überall so auf der Straße und das, ich verbinde das halt direkt wieder mit diesen alten so Zeiten so ein bisschen auch mäßig. So, weißt du, ja. In Bonn kriegst du überall Haze. Kusch musst du suchen. Schon. Von den Gutskusch musst du suchen. Boah, ob ich mich erinnere. Das Ding ist, mein Gedächtnis ist so scheiße. Erinnere ich mich. Ich hatte mal ein Basketballspiel. So, da habe ich noch damals Basketball gespielt. So. Und im Verein. Ja, und da habe ich ein paar Joints zu viel vorher geraucht. Und dann dachte ich mir, ja, hätte ich das mal lieber nicht gemacht. Ich hatte mal ein Spiel, das war sogar mein letztes Spiel, was ich jemals für so Verein gemacht habe. Mein letztes Spiel, da war ich schon sehr dicht. Und ich habe mehr als die Hälfte der Punkte von unserem Team gemacht. Also ich war schon, da habe ich echt abgegangen und ich dachte mir so, krass. Und der Ball, der war so schwer, ich habe geworfen, aber das hat sich angefühlt wie diese Medizinbälle. Ja, genau. Habe ich auch geworfen und er ist einfach reingegangen. Ich dachte mir, okay, krass. BTM ist rausgekommen.
mit ein paar Feature-Gästen auf jeden Fall 531-Bus vertreten, G-Fit, Lugatti ist auch drauf. Ja, und jetzt bald geht's auch schon weiter auf jeden Fall. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Yeah.